Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Komm rechts von euch! Belikow hat mit der sowjetischen Ausrüstung aufgehalten! Wurde Zeit, dass ihr aufschließt, Wurz! Das lasse ich mir nicht entgehen! Die Scheißkerle zahlen für den Mord an Park und Azar! Du kriegst deine Chance! Noch 2 Kilometer bis Solovetsk! An alle Einheiten, EMP unterwegs! Starfish im Anflug! 400 Knoten. Wenn das Baby einschlägt, haben wir maximal 12 Minuten, bevor die Funktürme wieder online sind. Wir müssen die Luftabwehr ausschalten, damit unsere Vögel freie Bahn haben. Nehmen wir Perseus aus dem Funkverkehr. Geschütz voraus! Raketenwerfer! Zerstöre das Luftabwehrgeschütz! Ladung ist scharf! Maisie nieder! Gute Arbeit, Bell! Auf zur Kirche! Mace, kurz! Schaltet alle Luftabwehrgeschütze im Westen aus! Verstanden, Adler! Adler, hier ist Hudson! Sind die Luftabwehrgeschütze ausgeschaltet? Wir müssen die Bomber starten! Ein Luftabwehrgeschütz ist erledigt! Das reicht nicht. Ich kann nicht riskieren, zu früh anzugreifen. Wir kriegen nur eine Chance. Glaubst du etwa, ich wüsste das nicht? Sei bereit zum Starten, sobald ich es dir sage, Hudson. Ja, moin Leute. Was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei Call of Duty Black Ops Cold War. Viel Spaß. Ich will mich endlich mal begrüßen in der Mitte der ganzen Folge. Wir gehen rein.
Komm, ein bisschen schneller, Kollege. Haben wir stehen geblieben? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube schon. Kontakt. Sehe ich schon. Alles easy. Ich glaube, da sind ein paar mehr. Gehen wir außen rum. Knall die von vorne ab. Moment. Ich brauche meine Schrotflinte. Junge. Was ist das für ein krasser Typ, Mann? Ist er tot? Alles klar. Ist er weg? Ja. Sie haben wieder Strom. Adler, siehst du das? Kurz, uns läuft die Zeit davon. Ich muss Hudson den Startbefehl geben. Das ist ein großes Risiko, wenn das Geschütz nicht erledigt ist. Vorsicht, schweres MG auf dem Kampf. Ich sehe es, ich sehe es. Alter, wie kann mich das treffen? Von wo? Scheißtypen. Komm aus der Ecke, Mann. Komm aus der Ecke. Komm schon. Das Gebiet ist heiß. Ihr seid zu nah dran. Wiederhole, ihr seid zu nah. Wir müssen weg, sofort. Geschafft, Mr. President. Sie haben die Atombomben aufgehalten. Gott sei Dank. Und der CIA? Haben Sie Perseus? Nein, Sir. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Und die russische Reaktion? Noch nichts. Wir sehen Anzeichen von Verwirrung. Möglicherweise war es keine offizielle Operation. Perseus hat vielleicht nicht auf Befehl von Moskau gehandelt. Ich werd verrückt. Vielleicht haben wir ja doch etwas gemeinsam. Hier drüben. Hilf mir mal. Nimm meine Hand, Bert. Wir haben es geschafft. Dies ist eine Nachricht an Perseus und alle, die nach ihm kommen. Wir halten nicht einfach still und hoffen auf das Beste. Wir schaffen das Unmögliche. So gewinnt man Kriege, Bell. Gibt es was Neues über Kasim Javadi? Ja, seit seinem Tod und dem von Arash Kadivar ist ihr Terrornetzwerk zusammengebrochen, da die Überlebenden sich nicht einig waren.
Weil sie keine klare Führung haben, haben sich die Russen offenbar von ihnen gelöst und wollen alle Spuren verwischen. Vor ungefähr 72 Stunden brannte das Hauptlager der Kämpfer nieder. Es ist nur noch Asche. Die wenigen, die überlebt haben, scheinen sich getrennt zu haben und sind untergetaucht. Was ist mit Anton Volkov? Volkov ist seit seiner Gefangennahme eine wichtige Informationsquelle. Nach seinem Verhör etablierte der MI6 in Windeseile einige Abhörposten in Ost-Berlin. Sie haben schon Nachrichten des KGB an Agenten in der ganzen Stadt abgefangen. Der eiserne Vorhang kriegt Löcher. Wie lief die Aufräumaktion in Havanna? Wir konnten die Überreste der Agenten Azulay und Park aus der Anlage in Kuba bergen. Ihre Särge sind unterwegs nach Tel Aviv und London. Präsident Reagan hat persönlich die Familien kontaktiert. Wir haben mit dem MI6 geredet. Die sind verständlicherweise unzufrieden. Wir schulden ihnen was. Was ist mit dem Rest des Teams? Sie sind aus Solowetzki weg, bevor die Sowjets Kräfte zur Untersuchung schicken konnten. Nach einer kurzen Erholung geht's wieder an die Arbeit. Wir haben vielleicht Perseus aufgehalten, aber seine Ratten nisten noch überall um uns herum. Und das verdanken wir einem unserer eigenen Leute. Stimmt. Es ist uns nicht gelungen, Robert Aldrich und sein heimisches Spionagenetzwerk zur Strecke zu bringen. Wir bräuchten extremere Maßnahmen wie totale Überwachung im Inland. Wozu wir natürlich nicht autorisiert sind. Noch nicht. Was ist mit Europa? Wir haben nicht nur einen Atomschlag verhindert, wir konnten auch Major Vadim Rutnik ausschalten. Das sollte ein schwerer Schlag gegen das Netzwerk von Perseus in Europa sein. Wir konnten auch zwei von Rutniks wichtigsten Leuten das Klo runterspülen. Einer ist noch da, aber irgendwann landet auch der in der Kanalisation. Wie poetisch, Hudson. Und Bell? Arktische Luft. Mach den Kopf frei, was? Bell, du hast zwei außergewöhnliche Opfer gebracht, um Perseus zu stoppen. Eines davon ohne dein Wissen. Das andere war deine eigene Entscheidung. Du sollst wissen, diese kleine Sache zwischen dir und mir. Sie war zum Wohl der Menschheit. Du bist gottverdammt heldenhaft. Helden müssen Opfer bringen. Und wenn ich dich um noch eines bitte, dann verstehst du hoffentlich. Es war nie persönlich. Ja, liebe Leute, das war Call of Duty Black Ops Cold War, die Kampagne. Wir haben sie offiziell beendet, schneller wie ich dachte, in einer sehr, sehr kurzen, schnellen Fassung, indem ich eine Folge davon natürlich sehr krass aufgenommen habe und viel Material produziert habe. Und ja, das ist das offizielle Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt natürlich in den ganzen Playlisten von Call of Duty Black Ops Cold War Spaß gehabt. Das Ende war ein bisschen krass, muss ich sagen. Sind wir beide jetzt gleichzeitig gestorben? Was ist daraus geworden? Wir wissen es nicht. Aber ich kann eins sagen mit Sicherheit. Dieses Projekt ist offiziell beendet. Man konnte selber sein Schicksal, je nachdem, was man Entscheidungen getroffen hat, selber entscheiden. Willst du ihn anlügen? Willst du ihm die Wahrheit sagen? Um die Menschheit zu retten? Er muss für das Gute entschieden. Und damit sage ich, ich bin raus. Danke fürs Zusehen. Lasst natürlich eine Bewertung da oder ein Abo, falls ihr Bock habt auf mehr. Denn jetzt geht es weiter mit
in den nächsten Folgen. Eine etwas ältere Version. Vampire muss ich noch zu Ende machen. Und Watch Dogs, das frisch angefangene Spiel. Müssen wir auch mal einiges weitermachen. In diesem Sinne, Freunde, würde ich sagen, haut rein, bleibt stabil. Alex Isso sagt auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.